Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Fiverr geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Genau das steht in der Überschrift von Fiverr und andere bessere Worte gibt es nicht, um zu beschreiben, was Fiverr eigentlich ist. Auf der Webseite oder App von Fiverr kann man Dienstleistungen anderer Menschen erwerben, die man als Gag an Freunde versenden kann. Die Plattform ist aber auch ein professioneller Dienstleister, wo man günstig Kleinigkeiten erledigen lassen kann, wie Logo-Design, Übersetzungen und so weiter. Was genau auf der Webseite zu finden ist und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, ist heutiges Thema. Die Idee für Fiverr hatten Shai Winninger und Micha Kaufmann und ihre Umsetzung fand in 2009 statt. Fiverr war angedacht als eine Art Vermittlungsplattform für Online-Dienstleistungen wie Übersetzungen, Text, Grafik und Programmiererarbeiten. Eben Arbeiten, die man am Computer erstellen kann. Der Name Fiverr, englisch für Fünfer, leitet sich daraus ab, dass der Basispreis einer solchen Dienstleistung, die man auf Fiverr auch als Gig bezeichnet, bei 5 Euro beginnen sollte. Je nach Leistungsumfang konnte der Preis erhöht werden. Dieser feste Basispreis wurde allerdings im November 2015 verworfen, sodass Mitglieder nun auch Dienstleistungen unterhalb der 5-Dollar-Grenze anbieten können. Die Fiverr-App für Apple-Geräte gibt es seit 2013. Android-Nutzer mussten bis März 2014 warten, bis Fiverr auch in den Google Play Store aufgenommen wurde. Fiverr ist ein Marktplatz für sogenannte Mikrojobs. Als Mikrojob bezeichnet man Auftragsarbeiten, die virtuell erledigt werden können und wo die Resultate digital verschickt werden können. Im Gegensatz zu jedem anderen Job wird man bei einem Mikrojob nicht auf aufgebrachte Arbeitsstunden entlohnt, sondern für jede erledigte Aufgabe. Die Auftraggeber erhoffen sich also ein schnelles Endresultat für günstiges Geld und die Auftragnehmer können sich so ein nettes Zubrot verdienen. Aufgeteilt ist der Marktplatz in verschiedene Kategorien. Grafik und Design. In dieser Sparte findet man Leute, die günstig Grafiken und Designs erstellen. Das könnte zum Beispiel ein Logo, eine Visitenkarte, Flyer, Buchcover oder Bannerwerbung sein. Außerdem kann man 3D- oder 2D-Modelle in Auftrag geben oder sich ein T-Shirt designen lassen. Digitales Marketing. Diese Kategorie kann besonders spannend für kleine Unternehmen sein, die keine eigene Marketingabteilung haben und sich erst einmal nur mit dem kleinen C ins kalte Wasser trauen. Im Internet Werbung zu schalten kann sehr effektiv sein und zu enormen Umsatzsteigerungen führen, wenn man weiß, wie es geht. Bei Fiverr kann man einen günstigen Einstieg in die Welt des Online-Marketings bekommen mit Hilfe von SEO-Texten, E-Mail-Marketing, Internet-Traffic, Videowerbung und alles, was sonst noch zum digitalen Marketing dazugehört. Textverfassung und Übersetzung. Die Überschrift ist eigentlich schon selbsterklärend. Neben diesen zwei Dingen findet man dort noch Angebote für das Korrekturlesen, Werbetexte, Recherchierarbeiten, Transkription, juristische Schreiben und noch mehr. Video und Animationen. In diesem Bereich geht es um das Erstellen von Videos unter anderem eben auch in animierter Form. Das könnten Werbevideos, Infovideos, Videogrüße an einen Freund, Feind oder die Familie oder Intros sein. Neben dem Prozess des Erstellens gibt es hier auch Leute, die sich um die Postproduktion kümmern, also Videoschnitt und Bearbeitung. Musik und Audio. Wer auf der Suche nach Voice-Overs, Soundeffekten, Musikern oder sonstigem ist, der wird hier fündig. Auch Musikstunden oder Mastering und Mixing von Musikstücken kann man hier käuflich erwerben. Programmierung und Technik. Auch dieser Bereich könnte wieder sehr interessant für Kleinunternehmer sein mit kleinem Budget, da man sich hier Webseiten erstellen lassen kann mit WordPress und ebenso alles rund ums Thema E-Commerce findet. Außerdem gibt es noch ein Segment, wo man Dateien konvertieren lassen kann, was sehr viel Zeit beanspruchen kann, weil man sich nicht auskennt. Ein weiteres nettes Feature ist das Angebot für Apps, wo man sich beispielsweise eine bereits vorhandene Webseite in eine mobile Version für Smartphones umwandeln lassen kann. Neben diesen Mikrojobs gibt es noch einen großen Teil, der eher nicht so professionell aufgebaut ist, sondern eher als Gag gedacht ist. Unter lustig und skurril findet man Leute, die bizarre Dinge erledigen. Das könnten Leute in einem ulkigen Aufzug sein, die ein Geburtstagslied trällern, sich etwas auf einen Körper schreiben und damit tanzen und solche Schoten. Bei Fiverr selbst verkaufen. Wenn man seine Dienste bei Fiverr selbst anbieten möchte, so muss man sich zunächst auf der Seite als Mitglied registrieren. Wahlweise kann man sich auch mit seinem Facebook, Google oder LinkedIn-Account einloggen. Anschließend kann man einen Gig erstellen und diesen der Community von Fiverr zur Verfügung stellen. Wenn jemand deinen Gig, also dein Angebot, bestellt, wird man benachrichtigt und man kann mit dem Käufer in Kontakt treten. Die Bezahlung erhält man auf sein Konto, sobald die Bestellung abgeschlossen wurde. Als Gebühr behält sich Fiverr 20% des Verkaufspreises ein.
Einen Gig kann man in 3 Versionen anbieten zu 3 verschiedenen Preisstufen. Wie viel Geld man also bei Fiverr verdienen kann, hängt davon ab, wie viel Zeit man investiert und wie gut der Gig auf dem Marktplatz angenommen wird. Manche Leute betreiben Fiverr als ihren Vollzeitjob und andere machen es wiederum nur zum Spaß. Meine persönliche Erfahrung auf Fiverr. Ich kenne Fiverr schon sehr lange. Damals gab es die meisten Sachen nur auf Englisch. Nun kommen auch immer mehr deutsche Gigs hinzu, was Fiverr für Deutschland immer interessanter macht. Als ersten Gig hatte ich damals einen Gruß gekauft für einen meiner Freunde. Es war ein witziger Gag, der für einige Lacher gesorgt hat und damit sein Geld wert war. Seit einiger Zeit nutze ich es aber auch für Mikrojobs. Besonders gerne lasse ich Kleinigkeiten erledigen, wie eine Grafik- oder Fotobearbeitung, da ich mich selbst damit überhaupt nicht auskenne. Es ist wesentlich günstiger, als jemanden zu engagieren, der nach Stundenaufwand bezahlt werden will, und die Resultate sind für mich vollkommen zufriedenstellend. Vor allem, wenn man erst einmal jemanden gefunden hat, der auf der gleichen Wellenlänge ist, ist es wirklich eine angenehme Erfahrung. Für die Kreation meines Logos über Fiverr habe ich zwar 2 Anläufe gebraucht, war aber trotzdem glücklich am Ende. Als Fazit würde ich sagen, dass die Seite für kleine Arbeiten super geeignet ist, da man Geld spart und trotzdem mit professionellen Ergebnissen rechnen kann. Auch der Spaßfaktor kommt hier nicht zu kurz, da es genügend Leute gibt, die für einen Fünfer so ziemlich alles machen würden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.